Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir müssen die letzte Folge, glaube ich, hier beendet haben. Irgendwo hier zumindest. Und schauen mal, wir sind immer noch auf dem Weg, unser Team zu retten. Hoffentlich gelingt's. Und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinspielen. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass immer nur jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Hat, naja, fast geklappt. Ich glaube, eine hat ausgesetzt, weil ich musste für die ganze Woche vorproduzieren, weil ich leider gar keine Zeit hatte. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal hier wieder ein bisschen reinkommen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich spiele gerade ein bisschen zu offensiv. Wir sind Weltstufe 11, gleich auf der 26 und Weltstufe 12 ist auch nicht mehr weit. Aber wir machen halt immer noch heftig Stamina. Nein! Ah, es hat noch geklappt. Ja, dafür war es jetzt vorbei. Naja. Dann eben ohne Lavageschosse weiter. Die Waffe macht ja auch so gut Damage. Da ist das nicht ganz so schlimm. So, wer lebt noch? Der Boss lebt noch. Ja, das ist schon geil, ne? Der Schaden, vor allem auch die Verbrennung. Jetzt noch ein bisschen Lavageschosse drauf. Ah, hier kommen die nächsten. Mist, ich dachte, das war's schon. Nimm zwei. Können wir mal glatt eine Süßigkeitenmarke draus machen. So. Kommt her. Ja, wir hatten ja auf die andere Waffe umgerüstet. Mit bisschen weniger Schuss, aber dafür um einiges mehr Damage. Deswegen kriegen wir das nicht mehr so ganz hin. Die Lavageschosse dauerhaft aufrecht zu erhalten. Wir haben zwei Klassenpunkte bekommen. Das ist schon mal ziemlich cool. Nein, finde ich Quatsch. Erhöht deinen Lebensentzug durch Fähigkeiten. Durch die Aktivierung von Entzündungsfähigkeiten erhöht sich deine Rüstung 10 Sekunden lang um 45%. Wir haben eigentlich nur die Lavageschosse davon. Erhöht deinen Waffenschaden gegen markierte Gegner. Das ist gut, nehmen wir auf jeden Fall. Von Verbrennung betroffen ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Verbrennung fügt Gegnern 20% mehr Schaden zu. Wir verbrennen die ja fast alle. Ich glaube, wir nehmen einfach mal das. Das Bild ist sowieso nicht so geil. Ah, das können wir später mal noch ändern. Aber aktuell kommen wir ja so ganz gut durch und von daher sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Muni mit. Und ich glaube, ich weiß, was uns jetzt blüht. Oh oh. Ich sag mal so, es könnte ein ganz paar Versuche dauern. Vielleicht. Wir sind ja schon... Ich halte die Klappe. Sie haben Janna. Zu den Feuergruben. Du machst mir nichts als Ärger, was? Los!
Kommt jetzt zu uns, du Wichser. Jetzt geht's los. Ja, Jakob, mal schauen, ob er es überlebt. Aber zumindest hat er seine Tochter... Ach, shit. Genau das meine ich. Man muss dem Typen unbedingt ausweichen, sonst hat man ein ganz großes Problem. Oh, wir sind gleich tot. Mal gucken, wie viel... Ja, so viel zu dem Thema, ne? Ja, das meine ich. Der Typ ist echt heftig. Ich habe ein ganz paar Versuche gebraucht. Ich würde jetzt nicht, weil ich es unbedingt nicht schaffen würde. Ich denke, wir schaffen es auch auf der 11. Aber man muss erstmal ein bisschen reinkommen. Ich muss mir wieder merken, was macht der für Angriffe wann, weil man muss eigentlich immer perfekt ausweichen. Weil ihr habt es gesehen, sobald er 2-3 Mal hintereinander trifft, eigentlich reicht schon 2 Mal. Ist Schicht im Schacht. Darum würde ich jetzt mal auf Weltstufe 10 stellen, aus dem einfachen Grund, dass wir dann keine Weltstufe verlieren, wenn wir sterben. Und es wird trotzdem anspruchsvoll genug. So, wir müssen es uns nicht nochmal angucken. Ich frage mich eigentlich nur, wo war die ganze Zeit unser Typ? Also wir, wo waren wir in der Zeit? Da warten wir erstmal schön bis... Ah, shit. Jakob total abgeschlachtet wird. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Alter. Das war doch... War das früher schon so schlimm? Ich glaube, ja. So, dann macht er das. Dann kommen nämlich seine Kumpanen. Dann haben wir erstmal eine Sekunde Ruhe vor dem Typen. Aber halt auch nur eine Sekunde. Ah, raus hier. Also, man muss halt unbedingt gucken, wenn er so angesprungen kommt. Da müssen wir eigentlich ausweichen, sonst haben wir keine Chance. Ach, shit. Und er hat uns wieder erwischt. So, man muss halt eigentlich nur ordentlich ausweichen. Dann geht's, aber man muss sich halt ein bisschen merken, wann der wie springt und so. Wenn er dich einmal erwischt hat, ist immer relativ schwierig. Da bin ich schon mal ganz froh, dass wir die Aschedetonation dabei haben. Aua, hä? Alter. Oh, ich habe aus Versehen die Windows-Taste gedrückt. Ach, Leute, das kann Spaß werden, das sage ich euch. Ja, okay. Ich habe den Kreis nicht gesehen, dass wir drin standen. Wir sind ja vor dem ersten, sind wir noch ausgewichen. Aber bei dem zweiten hat es dann wohl nicht mehr gereicht. Oder dritten, vierten, fünften, wie viel auch immer. Ah, Mann, ich habe doch gedrückt. Come on, nein. Nein. Ach, shit, okay. Ich bin aber auch schlecht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Wir überleben keine 5 Sekunden gegen den Typen. Ach, Mann. Egal, noch ein Versuch. Ich muss eigentlich nur beim ersten perfekt ausweichen, dann hat man halt auch ein paar Sekunden. Aber wenn der dich erwischt, liegst du halt gleich am Boden. Und dann ist halt richtig schlecht. Eigentlich muss der hier nur perfekt ausgewichen werden. Der nächste auch. Da nochmal. Ich glaube, nochmal kommt er, ne? Ja. War's das? Ich glaube, das war's. Okay. So, jetzt können wir drauf eintreschen. So, jetzt holt er seine Homeboys. Die müssen ganz schnell weg. Shit, wir hätten die Lavageschosse noch aufrechterhalten können. Jetzt kommt diese rote Kacke wieder. Das haben wir ja gesehen. Das ist direkt One-Hit. Dürfen wir auf jeden Fall nicht drin stehen bleiben. So, und jetzt kommt er wieder gesprungen. Und das sind eigentlich so seine Moves, die er macht. Wenn man die so ein bisschen raus hat, kriegt man es dann noch eigentlich hin. Aber halt auch immer nur eigentlich. Oh shit, kommt der jetzt nochmal? Oh nein! Nein, 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 nein! Wir waren doch schon so gut. Mach Asche! Mach Asche, mach Asche, mach Asche! Mashallah! So! Ich glaube, jetzt lässt er uns... Nein, er lässt uns nicht in Ruhe. Ach, komm mal! Ja, 2 Mal falsch ausgewichen und zack, hast du halt ein Problem, ne? Er macht zum Glück jetzt den Move, dann können wir uns erstmal wieder hochhealen. Währenddessen, der in diesem blauen Schild ist, können wir dem sowieso nichts abziehen. Da, nein, 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 jetzt haben wir verloren. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Aber wir sind doch ausgewichen. Er hat uns trotzdem noch erwischt. Ach, Mann. Eigentlich lief es gar nicht so verkehrt gerade. Ja, ich denke, jetzt könnt ihr ungefähr nachvollziehen, warum ich das gerne auf Weltstufe 10 spielen will, weil sonst haben wir uns die komplette Weltstufe 11 wieder runtergehauen. Und es ist halt auch so schon schwer genug. Mann, muss ich denn so viel eher drücken? Nein, warum macht denn der nochmal? Hä? Warum, hä? Das hat er doch vor uns nicht so oft gemacht. Das verstehe ich gerade nicht. Kommt diese rote Kacke wieder?
wir waren doch außerhalb von dem Ding. Hat uns trotzdem voll erwischt, ne? Alter Schwede, was kriegen wir denn hier alles ab? Ach komm, geh doch weg damit. Gib mir doch mal eine Sekunde. Um irgendwas... Ah! Okay, das haben wir diesmal gut hingekriegt. Hä? Nein! Was macht er denn? Hör doch auf mit der Scheiße. Wo ist er? Nein, jetzt hat er uns... Ah ja, und dann hast du gar keine Chance mehr. Ah, diesmal hat er wieder keine Typen rausgeholt. Ich dachte eigentlich, dass der Ablauf immer gleich ist. Oh Mann, es ist wirklich heftigst, der Typ. Ich will aber nicht noch weiter runterstellen, weil ich habe es damals, glaube ich, auch auf der 10 geschafft. So, langsam läuft's doch. Mir eiskalt den Oberschenkel runter. Wo ist er? Jetzt macht er das... Nee, diesmal macht das nicht wieder. So, jetzt kommen die Homeboys. Shit, wir haben die Lava-Geschosse schon komplett verballert. So, wann kommen seine Kreise hier? Genau, der Scheiß. Raus, hier raus. Und volle Attacke auf ihn. Ja, es läuft. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, das ist so, wie wenn ich nicht ganz so viel quatsche. Aber ich denke, das kann man nachvollziehen. Ich scheiß jetzt erstmal so ein bisschen auf die Lava-Geschosse, weil mir ist es echt lieber, ich schaff's dem Typen ordentlich auszuweichen. Anstatt, dass wir das die ganze Zeit aufrechterhalten, weil er hat eigentlich schon ordentlich Schaden bekommen. Kommt die Scheiße wieder? Nein! Also, warum ist denn das manchmal so schnell? Ich stand doch erst eine Sekunde da drin oder so. Wenn es jetzt noch einmal erwischt, haben wir wieder ein Problem. Genau das ist es nämlich. Ne, jetzt kommen seine Homies. Können wir uns zumindest erstmal ein bisschen hochhealen an denen und dann können wir gleich nochmal voll mit Lava geschossen auf den Typen drauf. Weiß nur nicht, nein, jetzt kommt die Scheiße wieder, nein! Geh weg damit! Komm schon, wir haben ihn gleich. Ah, ich bin so aufgeregt. Nein! Nein! Alle drei. Ah, boah, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Das war kurz ein bisschen aufregend. Puls direkt auf 200. Also es geht eigentlich, wenn man weiß, wie man es machen muss. Man hat es ja gesehen, aber... Ja, leicht ist es trotzdem nicht. So. Gibt es jetzt was Goldenes? Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh ja, grausiges Mark. An sich eine geile Waffe. Habe ich auf meinem anderen Charakter relativ lange gespielt. Ist aber halt ein Maschinengewehr. Golemschenkel? Hä? Wo ist denn die hin? Mein Inventar ist voll. Ich glaube, das hat's in die Kiste gepackt. Gucken wir uns dann später mal an. So, was ist denn jetzt mit Jakob? Kehre zum Lager zurück und beerdige Jakob. Da steht's. Ich wollte es euch vorher nicht verraten. Aber der gute Jakob ist leider nicht mehr unter uns. Er hat sich für seine Tochter geopfert. Ich hoffe, sie weiß es ab jetzt zu schätzen. Stellt sich nur die Frage, wer fährt jetzt den Truck? Wir gucken mal. Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Caravel-Katastrophe hat er überlebt, damals Erde. Typisch. Warum? Warum er? Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre... weil er sich einen scheiß
kümmerte. Und das beschützte ihn. Naja, ich denke, am Ende kümmerte es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch ganz praktisch. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn jemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst einen Fahrer brauchen. Ja, und da haben wir es. Die Tochter ist der neue Fahrer. Wer hätte es gedacht? Jana, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Wir müssen nichts überstürzen. Verdammt, ich bin bereit. Jakob hat nie an meine Vision geglaubt. Die im Garten. Jetzt werden wir ja sehen. Tut mir ein bisschen leid, dass wir dieses Beben gerade machen. Wir rütteln den Jakob bestimmt da unten drinnen durch. Naja, nicht mal ein Kreuz hat er gekriegt. Aber so ist das nun mal hier. Dafür hat er eine schöne Aussicht sein, naja, Leben lang kann man nicht sagen. Seines Todes lang. Und ja, traurig ist es. Irgendwie habe ich ihn gemocht. Aber wir können es nun mal leider nicht ändern. So. Wir können hier immer noch nichts verkaufen, ne? Das ist echt unpraktisch. Das heißt, ich würde an sich mal ganz gerne wieder nach Trenchtown mit euch zurück. Gucken, ob jetzt gleich eine Videosequenz losgeht. Nö. Bereite den Truck vor und wir gehen einmal nach Trenchtown. Damit wir dort mal wieder ein bisschen was verkaufen können. Wir gucken jetzt das Inventar nochmal durch, ob wir ein paar Sachen haben zum Aufrüsten, dann wieder verkaufen. Dann gucken wir nochmal in die Kiste, weil da ist ja das goldene Item gelandet. Und dann, ja, machen wir natürlich weiter. So. Was habe ich denn hier drauf? Bonuswaffenstärke und verzehrendes Feuer ist drauf. Anomaliekraft ist Müll. Bonuswaffenstärke ist ganz cool. Aber nicht die richtigen Skills drauf. Maxleben brauche ich nicht. Anomaliekraft brauche ich nicht. Was haben wir hier? Maxleben brauchen wir auch nicht. Maxleben, Anomaliekraft, Anomaliekraft. Alles nur Müll. Hier haben wir Bonuswaffenstärke. Aber schlechte Skills drauf. Hier hätten wir was Gutes. Du erhältst einen Bonus auf Waffenschaden kurze Distanz. Ja, das Ding würde ich tatsächlich nehmen. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssten wir hier noch... Genau, bloß noch die Lavageschosse drauf machen. Dann passt das nämlich. Hier ist Ähnliches drauf. Die ist aber schwächer. Bonus Waffenstärke, Aschedetonation ist auch drauf. Und ist ein bisschen besser. Das heißt, hier müssen wir dann noch die Dings drauf machen. Kritische Kumulierung. Dann kann der Rest auch weg. Dann zerlegen wir das jetzt erstmal. Also Schuhe, kritische Kumulierung. Und was hatten wir noch? Wird das Ding gerade getauscht? Ja, ne? Und die Lavageschosse. Kritische Kumulierung und Lavageschosse. So, ich hab's mir gemerkt. Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. Dann geht's einmal zum guten Doktor. Und dann haben wir die Handschuhe. Und hier haben wir die Lavageschosse drauf. Mit dem mächtigen Bonus. Hier, der ist es. Zack. Und wir haben die Schuhe. Und hier können wir... Nee, das wollte ich nicht. Und hier hatten wir die kritische Kumulierung. War das das? Ja. Da ist unten drauf. Perfekt. Dann passt das. Und dann können wir nämlich gleich nochmal gucken. Die Waffe ist ja aktuell... Moment, ist das dieselbe? Das ist dieselbe, aber ein stärker. Hat aber Lebensentzug. Lebensentzug, Schaden auf lange Distanz drauf. Ja, aber die Skills sind schlecht. Also würde ich sagen, dass wir die mal ein bisschen hochleveln. Oh, Leute, schaut euch den Waffenschaden an. Geil. 11,1k mittlerweile.
Mehr können wir uns hier noch nicht leisten. Den Rest lassen wir erstmal so. Hatte ich den Spaß jetzt schon zerlegt? Hatte ich zerlegt, ne? Ja. Dann können wir jetzt hier noch den ganzen Spaß zerlegen. Gucken nochmal hier rein. Ja gut, die können wir prinzipiell auch wechseln. Und verkaufen wir jetzt schnell den Rest, beziehungsweise wir machen jetzt erstmal ein Folgenende. Ich werde das einfach außerhalb vom Video schnell verkaufen, dass wir dann nächste Folge direkt mit den Missionen weiterstarten können. War eine coole Folge, finde ich. Die Story gefällt mir immer besser, als zum Ende hin wird es tatsächlich irgendwie immer geiler, was die Story angeht. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Folgen auf uns wartet. Bis dahin, macht's gut!